Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Logging. Wir haben jetzt in den letzten Videos so ein ganz einfaches reaktives System gebaut, was von der Konsole ein paar Daten einliest und die wieder ausgibt. Wenn wir das jetzt komplexer und größer machen, müssen wir irgendwann dran denken, dass dieses System ja betrieben werden muss. Entweder betreibt ein Käufer von dem System das lokal bei sich, also er kauft es und lässt es oder lässt es runter und lässt es auf seinem Raspberry Pi vielleicht laufen. Sie als Entwickler lassen das Programm natürlich in ihrer Entwicklungsumgebung laufen. Wir lassen es in der Build-Pipeline laufen und vielleicht wird es auf irgendeinem großen Cloud-Server oder einem lokalen Server ausgeführt. Also das Programm läuft in unterschiedlichen Kontexten und es ist immer jemand da, der das Programm beobachten will. Also der Benutzer möchte ja wissen, läuft es noch, läuft es nicht, wenn Fehler aufgetreten ist, was war die Ursache. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das möglich ist, dass jemand unser Programm beobachten kann und dass, wenn es abgestürzt ist, die Abstürzursache feststellbar ist. Und das bitte in unterschiedlichsten Umgebungen, also lokal als Entwickler, aber auch zentral vielleicht auf dem Cloud-Service. Und das machen Sie normalerweise mit Logging. Und wie das Logging in Java geht und was da wichtig ist, das würde ich Ihnen gerne in diesem Video kurz erklären. Was Sie hier sehen, ist die Homepage der mit den 12-Factor-App-Regeln. Die Regeln stammen ursprünglich von Heroku. So grob zusammengefasst ist eine Plattform, wo Sie zum Beispiel eine Java-JAR-Datei nehmen können und die können Sie dann dahin deployen und dann wird die bei Heroku in der Cloud ausgeführt. Also auch da haben wir das Beispiel vom Anfang, dass ein Programm, was jemand geschrieben hat, in einem anderen Kontext ausgeführt wird. Und die 12-Factor-App fasst 12 Regeln zusammen, die Programme einhalten sollten, in jeder Programmiersprache, die es so gibt, damit dieser Betrieb in verschiedenen Kontexten, zum Beispiel auf der Cloud, möglich ist. Und welche Informationen wichtig sind und an was man sich zu halten hat, das haben die hier ausgeführt. Ich nehme das mal als Richtschnur her, weil man da sehr schön so ein paar Sachen, die man braucht, einfach gut begründen kann. Und die 12-Factor-App-Regeln basieren ja auf viel Erfahrung von den Heroku-Leuten. Und es gibt jetzt dankenswerterweise natürlich eine deutsche Übersetzung von den 12-Factor-App-Regeln. So, jetzt geht es am Anfang zunächst einmal um eine von diesen 12 Regeln. Ich diskutiere ein paar in weiteren Videos, auch da, weil die wieder so ein bisschen für mich ein guter Stoffaufhänger sind. Jetzt schauen wir mal hier in die Regel für die Logs. Ich lese das mal kurz vor. Logs machen das Verhalten einer laufenden App sichtbar. In serverbasierten Umgebungen werden sie üblicherweise in eine Datei auf der Platte geschrieben, eine Logdatei. Das ist aber nur ein Ausgabeformat. Logs sind der Stream von aggregierten, nach Zeit sortierten Ereignissen und zusammengefasst aus den Output-Streams aller laufenden Prozesse und unterstützenden Dienste. Logs in ihrer rohen Form sind üblicherweise ein Textformat mit einem Ereignis pro Zeile, obwohl Backtraces von Exceptions über mehrere Zeilen gehen können. So. Und hier steht noch irgendwas von, dass das eigentlich eine gute Idee wäre, diese ganzen Sachen auf die den Standardausgabestrom zu schreiben. So, wenn ich jetzt das mal naiv zur Kenntnis nehme und denke, Mensch, wie könnte man das am geschicktesten machen, wechsle ich in mein tolles reaktives System und baue mal so eine erste Log-Ausgabe rein. Die haben ja behauptet, das könnte man auf der Konsole ausgeben. Und Konsolenausgaben kennen Sie schon, das ist einfach System.out.println. Sout. Ich sage mal, das Programm startet. Ist ja vielleicht ganz hilfreich, wenn man das weiß. Programm startet und Programm ist beendet. Da kann man von außen in der dann sehen, ob das Programm noch läuft, ob es schon terminiert hat oder ob es irgendwie mittendrin ist. Und das kann man mitten rein natürlich auch weitere Logausgaben machen. Damit wir das hier ein bisschen schneller testen können, kommentiere ich jetzt mal die While-True-Schleife raus, weil das sonst ein bisschen lästig ist zum Demonstrieren. Ich mache hier mal Code, Comment with Line Comment und lass mal das Programm laufen. Ich meine, die Ausgabe ist jetzt nicht besonders überraschend. Programm startet, Programm ist beendet. Ist ja klar, Konsolenausgaben kennen Sie auch schon, ist ja langweilig. So, Frage ist jetzt, ist das eine gute Idee, das jetzt wirklich über System.out.println zu machen? Früher hat man es ja auch mit Print, also das ist so ein bisschen das, was sie auch beim klassischen Printf-Debugging in C gemacht haben. Nicht? Also sie wollen das Programmverhalten nachvollziehen, bauen sie überall Printfs ein und gucken dann einfach die Konsolenausgabe an. Hilft häufig,
So ist nicht. So, wenn wir uns das anschauen und nochmal uns diese 12-Factor-App-Regeln zu Gemüte führen, fehlt hier einiges. Punkt 1, ich habe bei Programm Start, Programm ist beendet, habe ich keinen Zeitstempel dran. Also müsste ich die Ausgabe noch erweitern, mindestens um Zeitstempel, dass ich weiß, wann welches Ereignis stattgefunden hat. Die Anforderung, dass alles eine Zeile ist, habe ich erfüllt. Also das Printline ist immer eine Zeile, also das ist prima, aber wie gesagt, ich habe den Zeitstempel nicht. Zweiter Punkt ist, ich kann jetzt nicht besonders gut steuern. Also ich kann zum Beispiel eine schwere Ausnahme nicht direkt unterscheiden von einer einfachen Information. Vielleicht will ich das Programm in der Produktion ja so konfigurieren, dass ich nur die schweren Ausnahmen sehe und der Rest interessiert mich nicht. Oder in der Entwicklung will ich vielleicht ganz detaillierte Traces mitschneiden, also will ich das Detailverhalten sehen. Das geht so einfach auch nicht. So, also Printf oder Printline ist eine ausgesprochen doofe Idee, wenn Sie das so machen, eben weil eine ganze Menge Sachen nicht gehen und jedes statische Analyse-Tool, was es auf sich hält, haut Ihnen auch auf die Finger, wenn das auch nur ein System.out.printline an der falschen Stelle in Ihrer Software findet. Also da müssen wir was anderes finden. Das gibt es natürlich. Java hat seit dem JDK 1.4 ein eigenes Framework drin dafür, so ein Logging-Framework. Es gibt... Da gab davor schon und gibt seitdem immer noch einen ganzen Sack voll Java-Frameworks, die sich ums Thema Logging kümmern. Also unter anderem Log4j beispielsweise. Das gibt es schon ganz lange. Ich verwende hier einfach die Java-Bordmittel, weil es mir jetzt gar nicht so sehr ums Framework oder das Java-API geht, sondern mehr um die Konzepte. Wir werden dann im Laufe der Zeit vielleicht ein etwas, sagen wir mal, abstrakteres, professionelleres Logging-Framework verwenden. Aber jetzt geht es erstmal um die Konzepte. Also, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal ein Objekt, dem wir die Log-Information mitteilen können. Also irgendwo muss ja die Log-Information hin. Also irgendwie ein Objekt oder eine statische Methode brauchen wir. Und da bietet Java die Klasse Logger an. Ich mache hier mal so eine statische Klasse, also so ein statisches Objekt oder eine statische Methode, werden wir gleich sehen, damit man aus allen anderen Methoden darauf zugreifen kann. Und dann kann ich die sozusagen in der gesamten Klasse reaktives System verwenden. Sonst muss ich das wieder in jeder einzelnen Methode irgendwie beschaffen. Also machen wir es hier mal private static logger. Log gleich. So. Logger ist, da ist jetzt IntelliJ schon sehr schlau. Das heißt, der hat mir hier schon das angeboten. Vielleicht kann ich es nochmal zeigen. Nee, hat er nicht, aber ich kann es sichtbar machen, indem er hier mal sagt alt return import class. Und dann sagt er mir hier Logger Java Util Logging. Das ist genau das, was ich haben möchte. Das verwenden wir mal. Sie sehen jetzt hier Java Util Logging Logger. So, und jetzt muss ich irgendwie an dieses Objekt kommen, das ich dann ansprechen will. Da sage ich hier Logger. Und er bietet mir hier schon eine statische Methode an, GetLogger, mit einem Namen. Jetzt kann ich, also ich stelle es mir so vor, das ist im Grunde so eine Art Singleton, wo ich mit einem Namen ein entsprechendes Objekt kriege. Oder Multiton kann man sagen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel viele verschiedene Logger machen mit unterschiedlichen Namen und überall im Source Code mit dieser GetLogger-Methode darauf zugreifen. So, das könnte ich also themenbezogene Logger machen. Oder ich könnte sagen, ich mache komponentenbezogene Logger oder sowas. Also, dass ich eine gewisse Strukturierung in die Logger reinbaue durch unterschiedliche Namen. Üblich in den ganzen Beispielen, die Sie so im Internet finden, ist, dass man so im ersten Wurf erstmal einfach den Klassennamen von der Klasse reinschreibt, woraus man loggt. Auch da, das ist ja schon aussagekräftig, wenn man den in der Logdatei drin stehen hat. Also sagen wir hier mal nehmen wir den Namen reactivesystem.class.getName. Ja, das ist der Klassenname. Subpfad. So, jetzt haben wir schon mal den Logger. Was wir jetzt machen können, ist, jetzt müssen wir sozusagen das Programm startet, ersetzen durch irgendwie einen Aufruf von log. Das machen wir mal, log. Und dann bietet der mir hier einen ganzen Haufen Methoden an. Gehe ich jetzt gar nicht im Detail auf alle ein. Aber wenn man mal so durchgeht, ich habe jetzt hier sowas wie severe. Das riecht wahrscheinlich danach, dass irgendwas Schlimmes vorgefallen ist. Und dann kann ich sagen, Achtung, hier brennt die Luft, hier ist severe. Ne? Also das ist wahrscheinlich ein ganz schweres Problem, was ich damit melde. Ich habe hier sowas wie fein, feiner, feinest und so weiter. Das ist wahrscheinlich so diese ganzen Mini-Details, die ich rausloggen könnte. Oder ich habe hier noch Methoden zum Thema Warning und irgendwo war auch Info.
Also kann ich hier sozusagen die Log-Ausgaben, sehen Sie hier oben da, Info. Also ich kann so Log-Ausgaben in verschiedenen Wichtigkeiten machen. Ich kann sozusagen verschiedene Hierarchiestufen unterscheiden, von großes Problem bis, naja, das war jetzt nur zur Info. Ich nehme jetzt hier mal, das Programm startet, ist eigentlich nur eine Information, die ich vielleicht sogar abschalten will irgendwann. Also mache ich hier mal log.info. Info. So, das ist eine Möglichkeit, was zu machen. So, Programm startet. Klingt es hier ein bisschen banal, was ich hier mache, aber auch da ist es wichtig, dass Sie also auf das Log-Programmpunkt startet. Auch da können Sie irgendwie so ein das im IT-Betrieb überwachen. Und vielleicht kommt der Nachprogramm startet dann eine Zeile, wo der dann sagt, was er da als nächstes getan hat. Und dann kann man danach auch suchen in den Log-Dateien oder in der Konsolenausgabe. Okay, und das machen wir noch unten mit dem. Das Programm beendet. Machen wir hier unten noch. So, jetzt haben wir das, also die Konsolenausgabe ersetzt durch die Logger-Ausgabe. Seit jetzt würde man vielleicht noch so ein paar Sachen ergänzen, dass Sie in den Ausgabestrom ein paar Informationen zur Plattform reinschreiben. Also Zielpunkt ist zum Beispiel, wenn Sie als Entwickler vielleicht eine Log-Datei aus der Produktion von einem Kunden kriegen und Sie wissen gar nicht, was für JDK hat der, welches Betriebssystem benutzt der und so weiter, oder welche Variante Ihrer Software, könnte man das jetzt alles zum Beispiel auf die als Info rausgeben. Also das sind so ganz klassische Sachen, die Sie in so ein Info reinschreiben würden. Jetzt starten wir das Programm mal. Und jetzt sehen Sie hier unten dann die Ausgabe des Programms. Das kommt schon den 12-Factor-Regeln recht nahe, aber ist noch nicht hübsch genug. Punkt 1 ist, Sie sehen hier, es handelt sich um eine Information. Das Programm ist gestartet, Information, Programm ist beendet. Und wir haben hier auch das, was auch wichtig ist für die Analyse von Logdateien, einen Zeitstempel. Sie sehen, also das Video wird aufgezeichnet am 23. März um kurz nach 9 abends. Und es wurde geloggt aus der Datei, aus der Klasse DE-THRO und so weiter und aus der Main-Methode. Jetzt haben wir den Nachteil. Erstens haben wir hier irgendwie noch einen Fehler in der Code-Page drin. Also das ist offensichtlich widerspricht, das sind sich IntelliJ und mein Java ist nicht so ganz einig, wie das Datum darzustellen ist. Also ein ganz klassischer Fehler hier. Eigentlich müsste man hier UTF-8 machen, würde ich sagen. Und jetzt bin ich irgendwo der Wurm drin, dass also an irgendeiner Stelle muss man dem noch sagen, dass es UTF-8 ist. Das habe ich jetzt aber beim Vorbereiten des Videos nicht gefunden. So. Aber wie gesagt, insgesamt ist das Format auch zu sperrig, weil es über zwei Zeilen geht. Und was wir eigentlich wollen, ist ein einzeiliges Format, weil das können Sie besser verarbeiten nachher maschinell. Da können Sie eine CSV-Datei draus machen. Das geht mit zwei Zeilen nicht. Sie können besser drin greppen, weil Sie nur nach einer Zeile greppen müssen. Sie können es nach Zeitstempel sortieren und Sie können es zeilenweise betrachten. Also sehr viel so Unix-Shell-Kommandos arbeiten zeilenweise. Deswegen macht das hier total Sinn, tatsächlich der 12-Factor-App-Regel zu folgen und versuchen, das zeilenweise zu machen. Und da müssen wir jetzt mal ran, dass wir das irgendwie versuchen umzustellen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Log-Ausgabe. So, Programm startet. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie kriegt man das hin? Dazu muss man jetzt irgendwie gucken, dass man sich mal den Logger genauer anschaut. Jetzt wollen wir da was konfigurieren. Und dazu müssen wir da mal kurz reinschauen. So, Sie sehen hier die Ausgabe von dem log.info, den beiden. Sie sehen hier, Log ist entstanden am 23. März um 9.13 Uhr und am Abend. Und das ist die Main-Methode, ist geloggt worden und so weiter. Also jetzt haben wir mal unsere erste Log-Ausgabe gemacht. Jetzt können wir vielleicht mal überlegen, welche Fälle gäbe es denn, die man vielleicht loggen wollte. Und jetzt baue ich das mal ein bisschen aus. Ich könnte jetzt auf die Idee kommen, dass es vielleicht einen schweren Fehler gibt. Also es kommt irgendwie eine Exception. Ich mache hier mal eine Exception auf. Exception x gleich new Exception. Also ich tue mal so, als ob hier irgendwie eine Exception, es brennt. Die ist hier irgendwie entstanden. Und jetzt will ich in die Log-Datei schreiben, dass eine Exception stattgefunden hat. Da ist ja wichtig, dass Sie dann den Stacktrace mitkriegen und so weiter. Und deswegen, da braucht man vielleicht eine spezielle Methode. Und ich muss ja vielleicht auch sagen, das ist jetzt was anderes als wie eine Information. Denn bei einer Information, das ist ja der Betriebsführer vielleicht egal. Eine Exception könnte wichtig sein, weil dann irgendein Alarm losgehen muss. Oder vielleicht muss man jemanden anrufen oder sowas.
Oder wenn das Programm abgestürzt ist, suchen Sie ja in den Ausgaben immer nach den Exceptions, weil das so die ersten Indikatoren sind dafür, wo der Fehler vielleicht sein könnte. Machen wir also wieder eine Log-Ausgabe, Log. Jetzt hatten wir hier schon das Sevier gesehen. Sag ich hier, es brennt. So, jetzt kann ich natürlich hier mit dem ganz einfachen Format nur noch sagen, naja, irgendwie sowas wie plus x.getMessage oder sowas kann man machen, ist aber jetzt auch nicht so furchtbar hilfreich. Sie schauen sich mal die Ausgabe an. Da haben wir hier noch eine, da sehen wir hier irgendwie severe, es brennt oder so, und hier fehlt aber der Stack Trace. Das heißt also, das reicht uns noch nicht. Also wir können schon mal unterscheiden zwischen Info und severe, danach könnte man greppen beispielsweise. Oder einfach in der Datei suchen, aber das langt noch nicht, weil, wie gesagt, der Stack Trace fehlt. Das heißt, da müsste man hier noch das ergänzen. Jetzt ist die Sevier-Methode leider da nicht genug, glaube ich. Genau, Sie haben hier nur ein Sevier. Deswegen müssen wir auf die Basismethode gehen, mit der man sozusagen alle Logs machen kann. Die nennt sich einfach Log. Und dann sehen Sie hier schon, da kann man alles Mögliche an Parametern ausgeben. Und was ich hier gerne verwenden würde, ist etwas, wo ich ein Throwable mitgeben kann. Also ich verwende hier im einfachsten Fall mal diese hier, wo ich ein Level angeben kann, die Nachricht übergeben kann und das Throwable. Machen wir das mal nach. Das heißt, ich habe hier den erstmal Log-Level. Sehen Sie hier schon, ich habe das IntelliJ ist da schon sehr schlau. Da sage ich hier, der Level ist severe, Komma. Dann ist hier meine Nachricht, ist es brennt. Und dann übergebe ich jetzt einfach die Exception. So. Das heißt, wenn ich das ausgebe, dann müsste eigentlich der Stack Trace mitkommen. Starten wir das Programm nochmal. Ich habe hier Plus gemacht. So, jetzt haben wir hier, jetzt gehen wir die. Sie sehen schon, jetzt habe ich das API falsch verwendet und jetzt ist Quatsch rausgekommen. Ich bin ein bisschen stocken geraten. Jetzt habe ich es richtig gegeben. Hier ist natürlich das X muss ein eigener Parameter sein. Also der erwartet hier ein Throwable. Starten wir es jetzt nochmal. Jetzt müsste eigentlich der Stack Trace mitkommen. Und oh Wunder, Sie sehen, es brennt. Java lang Exception natürlich. Und ich kann jetzt hier sogar an die Stelle springen, wo die Exception aufgetreten ist. Ich habe die einfach mit New erzeugt. So, also haben wir jetzt schon mal gescheite Log-Ausgaben. Und Sie sehen, ich kann verschiedene Log-Level machen und ich kann verschiedene Informationen mitgeben beim Loggen. Und ich kann auf zwei Arten Log-Level festlegen, entweder mit so einer Methode, also dass ich eine explizite Methode verwende. Log. Ich mache nochmal einen dazu, Warning, eine Warnung. Oder ich kann mit der Log-Methode allgemein den Level hier festlegen. Da kann ich also Severe oder auch andere Log-Level sagen, wie auch wie Info oder wie Warning. Ich lasse es mal bei Sevier und ich kann hier sogar ein Throwable mitgeben, sodass er mir den Stack Trace mit ausgibt. Lass es nochmal laufen. So. So, jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage der Betriebsführung. Vielleicht will die ja nicht voll gelabert werden von dem Programm. Also vielleicht will ich ja nur die schweren Fehler sehen. Also muss ich jetzt in der Lage sein, zu verstellen, was soll jetzt ausgegeben werden. Und das ist ganz hübsch gemacht. Das kann ich nämlich hier einfach, also das muss natürlich normalerweise von außen konfigurierbar sein. Ich mache das jetzt mal ausnahmsweise programmatisch, dass ich Ihnen das zeigen kann. Normalerweise müsste von außen ein Parameter darauf hindeuten, welchen Log-Level Sie haben wollten, damit man mich sagen kann, will ich jetzt alles haben oder nur einen Teil davon. Sage ich mal Log-Set-Level. Und kann ich hier sagen, naja, mich interessieren jetzt eigentlich nur noch die schweren Fehler. Level severe. So, wenn ich das Programm jetzt mal starte, dann sehen Sie, kommt nur noch eine Log-Ausgabe raus. Das heißt, dann sucht er, also das ist quasi ein erster grober Filter, wo ich einfach sagen kann, inwieweit interessieren mich Detailinformationen. Denn wenn ich jetzt alles mit Info oder sogar mit Finest ausgebe, habe ich eventuell die ganze Festplatte voll, also gigabyteweise irgendwelche Textfragmente, und das will ich vielleicht nicht. So, setzen wir den vielleicht mal wieder auf Info runter, dass wir ein bisschen mehr sehen. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt haben wir so ein bisschen so die Grundfunktionen gesehen. Also ich kann auf verschiedenen Leveln arbeiten und ich kann die Level an- und wieder abschalten. Jetzt würde ich aber gerne die Log-Ausgabe noch formatieren. Das wäre vielleicht ganz interessant. Also hier dieses 23. März, das ist ja noch die falsche, also das ist der falsche Character-Set dahinter. Noch und ich hätte das gerne ein bisschen anders formatiert, weil so kann ich es nicht gescheit sortieren. Also schön wäre ja eine Ausgabe nach Datum, wo ich lexikografisch sortieren könnte. Und auch was ich irgendwie mit einem Tool wie dass ich das als CSV-Datei umwandeln kann oder sowas. Und ich brauche es einzeilig, also muss ich an der Formatierung was machen. Zweiter Punkt ist, vielleicht komme ich auf den Trichter, dass ich die Log-Ausgaben gerne in Socket schreiben wollen würde.
Das kann ich zwar hier auch irgendwie basteln drumherum, aber vielleicht will ich das hier im Programm haben. Also müssen wir jetzt ein paar Sonderfunktionen mit einbauen und das will ich Ihnen jetzt als nächstes zeigen. Dazu starte ich mal den Debugger. Ich setze hier einfach mal einen Breakpoint, wie ich hier beim Scanner, dass wir mal alles durchgelaufen haben, dass wir uns mal so ein bisschen anschauen können, wie sieht eigentlich die Struktur im Hauptspeicher aus. Keine Angst, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ich gehe auf Debug, Reactive System Main. Ich habe in der Debugging, im Debugger kann ich mir halt lokale Variablen anschauen und dann kann ich da so ein bisschen reingucken. Also ich will jetzt in dieses Log-Objekt mal genauer reinschauen. So, der Debugger ist jetzt bei dem Breakpoint angehalten. Wechseln wir hier mal rein. Und jetzt sehen Sie ja hier im Debugger, ich habe hier in der Main-Methode, schaue ich mir hier an, sehe ich jetzt hier diverse lokale Variablen. Also Static, Members of Reactive System, Log, das ist also diese Log-Variable, die Sie hier sehen. Und jetzt schauen wir da mal genauer rein. Jetzt, was jetzt spannend ist, ist, so groß sind nicht alle Details, dann sehen wir, Name ist genau der Klassenname, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Das kann man hier schauen. Ich will so ein bisschen schauen, ich will ja ein bisschen rumkonfigurieren. Sie sehen jetzt hier Log-Level ist Info, also das haben wir schon gesagt, aber jetzt, was mich jetzt hier interessiert, ist das Thema Händler. Das ist eine Datenstruktur in Java, wo ich jetzt verschiedene Ausgabeströme bedienen kann. Ich kann sozusagen einen Händler machen für Sockets, einen Händler für die Konsole oder einen Händler, der mir die Daten in die Datei schreibt. Und das ist jetzt hier bei dem Ding nicht belegt. Obwohl ich Sachen auf der Konsole sehe, also muss ich jetzt erstmal ein bisschen rausfinden, warum zum Henker gibt eigentlich dieser Logger überhaupt seine Sachen auf der Konsole aus. Deswegen schaue ich da ein bisschen drin rum in dem Objekt. Das Config ist jetzt sozusagen nicht aussagekräftig, der sagt aber hier Use Parent Handlers. Also offensichtlich gibt es einen Händler, der da irgendwie bei dem Log-Objekt noch oben drüber ist. Also der hat irgendwie einen Parent. Schauen wir mal nach, ob wir den finden. Hier haben wir Parent. Das heißt, da sitzt irgendwie ein anderes Objekt noch drüber. Und wenn wir uns hier mal Config wieder anschauen vom Parent, jetzt bin ich also beim Parent, der hat jetzt tatsächlich einen extra Händler. Und das heißt, da sehen Sie, da sitzt jetzt ein Konsolenhändler drin. Das heißt, das ist das Ding, was sozusagen für die Konsolenausgabe sorgt. Und wenn wir den nochmal aufklappen und dann nochmal ein bisschen so mit einem scharfen Auge draufschauen, sehen wir hier auch der Formatter. Dass also ein Händler kann einen Formatter haben und der Formatter ist dann dafür verantwortlich, wie die Ausgabe formatiert ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn Sie so einen Logger haben, kann der mehrere Händler haben. Sie sehen, das ist hier irgendwie so ein Array. Und jeder Händler kann sozusagen unterschiedlichste Ausgabeströme bedienen. Also in dem Fall die Konsole, aber wie gesagt, es gehen auch Sockets oder Dateien. Und ich kann jedem Händler einen Formatter zuordnen, der ist dann für die Ausgabeformatierung verantwortlich. So, und das programmieren wir jetzt mal. Schalten wir die Debugger wieder ab, stopp. Und gucken jetzt mal, wie man das jetzt programmieren kann. Also ich könnte jetzt auf die Idee kommen und zum Beispiel alles in eine Datei schreiben wollen. Wie geht das? So, das heißt, ich sage jetzt hier oben mal bei meinem Logger log.set. Und da kann ich hier natürlich sagen, set nicht, sondern add Händler und hier sagen new und dann kann ich mir hier überlegen, was für einen Händler würde ich denn wollen und dann bietet er mir hier einen File-Händler, einen Konsolenhändler, auch ein Ding, um im Hauptspeicher zu loggen oder einen Socket-Händler, da kann ich einen Socket reinschreiben. Schreiben wir mal in eine Datei vielleicht, File-Händler und dann kann ich hier einfach sagen, information.log. Ob das so eine gute Idee ist, sei hier nochmal dahingestellt. Also was Sie hier nicht machen sollten, ist jetzt hardcodiert einen Dateinamen anzugeben von der Log-Datei. Da müssen wir uns unterwegs nochmal was Schlaueres einfallen lassen, weil dann haben wir wieder so eine Kontextabhängigkeit geschaffen. Und vielleicht will ich ja die Log-Datei in der Betriebsführung anders benennen. Insofern müssen wir den Log-Namen irgendwie aus der Umgebung oder eine Properties-Datei auslesen. So, jetzt haben wir hier den File-Händler schon mal drin. Also das heißt, ab jetzt schreibt er die Daten auch in eine Datei. Was kann man noch machen? Jetzt kann man vielleicht den File-Händler mal rausreichen, dass man mit dem noch was machen kann. Händler H gleich New File-Händler. Das machen wir noch nicht. So, und dann kriegt er hier den Händler H übergeben. Ah,
So, jetzt kann ich bei dem H vielleicht noch überlegen, naja, wie hätte ich das denn gern formatiert? Und da kann ich hier sagen, Set, sehen also, dass der hat einen Formatter. Und dem kann ich jetzt zum Beispiel einen Simple Formatter mitgeben. New Simple Formatter. Also damit kann ich relativ flexibel konfigurieren, wie so eine Ausgabe auszusehen hat. So. Und mit diesen Ausgaben war es das schon. Jetzt loggt er in zwei Datenströme, nämlich einmal auf die Konsole. Ich habe ja den Konsol-Logger, den ich Ihnen da im Debugger gezeigt habe, nicht ausgeschaltet. Hier schreibt er aber zusätzlich noch alles in der Datei. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Also irgendwie hat er was ausgegeben. Also hier meine tolle Exception und so weiter. Also auf der Konsole ist es gekommen. Schauen wir mal nach, ob auch eine Log-Datei da ist. Die müsste Information.log heißen. Und die Datei müsste hier in meinem Hauptverzeichnis liegen. Sie sehen das hier. Ich klicke das mal an. Die ist auch tatsächlich da. Schauen wir uns mal den Inhalt an. Ist genau der gleiche Inhalt, wenn Sie es vergleichen, wie auf der Konsole. So, falls Sie die Konsole jetzt loswerden wollen, also wenn Sie es nur in die Datei schreiben wollen, dann müsste man sozusagen noch den Haupt, also den, das ich habe Ihnen das ja im Debugger gezeigt, das Ding hängt ja im Parent mit drin. Also ist an dem Oberlogger sozusagen. Also das heißt, wenn ich jetzt nur die Dateiausgabe will, dann müsste ich jetzt hier noch die Dateiausgabe ausschalten, indem ich dem hier noch sage, log. Das ist use, genau. Get use parent, set use parent handlers, false. So. Wenn ich das jetzt starte, mache ich noch mal kurz zur Demo, dass Sie es sehen können. Dann haben Sie hier plötzlich auf der Konsole, habe ich den Parent ausgeknipst. Das heißt, der Konsol-Logger ist ausgeschaltet und jetzt habe ich es nur noch in der Datei drin. So, also das war mal so ein Händler. Ich mache das mal wieder aus, weil ich das mit einer Datei wird das zu kompliziert mit dem Händler, weil ich dann, also wenn ich jetzt eine Dateiausgabe mache, muss ich mich doch um säckeweise Sonderfälle kümmern, zum Beispiel, was passiert, wenn die Logdatei nicht schreibbar ist und so weiter. Deswegen mache ich jetzt hier für unsere einfachen Demos einfach nur eine Konsolenausgabe und nutze nur den Konsol-Logger. Das reicht uns für den einfachen Fall und dann das erspart uns einen ganzen Sack Sonderfälle, Dateinamen spezifizieren und so weiter. Und wir erwarten dann sozusagen erstmal von der Betriebsführung, dass sie einfach den Standard-Ausgabestrom von der Konsole, also System.out, die können Sie ja selber in die Datei umleiten oder mit der selber dann eine Logdatei erzeugen, aber dann können Sie von außen entscheiden, wie die Logdatei heißt. So, letzter Punkt, den ich Ihnen noch gerne zeigen wollen würde, ist, wenn ich den jetzt nochmal starte, jetzt habe ich ja die Dateiausgabe rausgemacht, ist, jetzt müssen wir uns noch um das Format kümmern. Sie hatten schon gesehen, ich habe bei dem Dateihändler diesen Simple-Formatter erzeugt, dem aber jetzt eigentlich keine besondere Information mitgegeben. Und was kann man jetzt machen? Man kann dem Simple-Formatter, dem kann man so einen Formatstring mitgeben und dann die Ausgabe formatieren. Ich zeige Ihnen kurz die Dokumentation dazu. Das heißt, wenn wir hier mal bei Simple-Formatter schauen, das ist die Dokumentation, das ist eine alte JDK-Dokumentation. Sie sehen, das ist vom 7er. Sie sehen auch hier, das ist alles schon seit dem JDK 1.4 drin, also schon weit über 10 Jahre alt. Und da ist hier eine ausführliche Beschreibung, wie man welche Datei, Detailinformationen man da in die Logdatei oder in die Konsolenausgabe schreiben könnte. Und hier ist auch so ein bisschen Hinweis, wie man jetzt die Ausgabe formatieren kann. Zum Beispiel, wenn ich diese Ausgabe hier machen möchte, überlegen wir mal, ist da alles Wichtige drin? Ich habe so den Log-Typ, ich habe irgendwie eine Nachricht und einen Zeitstempel. Der Zeitstempel ist noch nicht gut formatiert, also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen suchen. Aber wenn ich jetzt diese Ausgabe wollen würde, dann müsste ich diesen Formatstring verwenden. Und wie der genau gebildet wird, das würde ich Ihnen jetzt im Video ersparen. Das können Sie dann selber nachlesen oder einfach was Geeignetes aus dem Internet kopieren. Vielleicht noch, wie kann ich jetzt diesen Formatstring setzen? Deswegen kopiere ich die Zeile trotzdem mal, Ctrl-V, in meinen Source-Code. So, das heißt, was Sie hier sehen, dieses Jahr, wo Util Logging Simple Formatter Format, ist eigentlich eine System-Property. Und die kann ich sozusagen auch darüber setzen. Geht ganz einfach. Ich nehme hier, sage hier System.setProperty. Dann ist der Name der Property ist das hier und der Wert der Property ist dieser Formatierungsstring. So. So, jetzt habe ich sozusagen für alles Simple-Formatter, die das Log-Framework hat, den Formatierungsstring so gesetzt und jetzt führen wir das mal aus und schauen mal nach, welche Konsequenzen das jetzt hat.
Und Sie sehen, jetzt haben wir hier tatsächlich eine deutlich einfachere Formatierung. Die ist zwar immer noch nicht gut für unsere Zwecke. Ich habe jetzt hier Info, Warning, Severe und so weiter drin. Und Sie sehen, das hat jetzt anders formatiert, aber immerhin haben wir jetzt schon mal einzeilige Logausgaben. Das ist noch nicht gut verwendbar, weil zum Beispiel, vielleicht will ich ja die Events nach Zeitstempel sortieren und dann tue ich mich jetzt hier mit dieser Formatierung schon schwer. Also besser wäre der Zeitstempel am Anfang. So, also das Ergebnis war ja noch so ein bisschen unbefriedigend von der Ausgabe her. Deswegen habe ich jetzt hier aus dem Internet einfach auf Stack Overflow ein bisschen rumgesucht und einen schöneren String gesucht. Wie gesagt, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, was jetzt ein wirklich geeigneter String wäre und eine geeignete Formatierung. Also ich zeige Ihnen nochmal, dass das jetzt auch wirklich so funktioniert. Ich starte den mal. Jetzt haben wir hier vielleicht eine etwas hübschere Ausgabe noch. Jetzt haben wir hier nämlich eine Ausgabe mit dem Datum vorweg und der Uhrzeit. So, jetzt können wir nämlich nach Datum lexikografisch sortieren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ob man dann alle Detailinformationen danach noch braucht, das hängt jetzt stark davon ab, welche Annahmen Sie über den IT-Betrieb machen. Also was man sich jetzt eigentlich am Anfang überlegen muss, ist, welche Informationen sind jetzt wirklich für die Betreiber der Software oder für Sie als Entwickler wichtig. Also stellen Sie sich Folgendes vor, die Software läuft beim Kunden irgendwo und Sie kriegen eine riesen fette Logdatei mit einem Fehler zugeschickt und Sie sollen jetzt rausfinden, was kaputt ist. Dann muss die Logdatei ja genug Informationen enthalten, damit Sie den Fehler finden können. Also könnte man vielleicht hier zum Beispiel darüber nachdenken, ob man noch so Konventionen erlässt, dass Werte von lokalen Variablen mit rausgeschrieben werden. Da müsste man die Log-Ausgabe entsprechend programmieren. Und jetzt wäre die Überlegung, welche Tools haben Sie, um die Logs auszuwerten? Vielleicht haben Sie noch eine KI, die nach Cyberangriffen sucht oder sowas. Und all das sind Inputfaktoren, die dann ein bisschen, mit denen Sie definieren können, was ist eigentlich das Spannende, also wie sollte so ein Ausgabestring wirklich formatiert sein? Also loggen Sie nicht einfach stumpf irgendwelchen Quatsch, ist damit meine Aussage, sondern überlegen Sie sich gut, was wollen die Logdatei konsumieren müssen? Also die Betreiber der Software und vielleicht Sie als Entwickler. Welche Informationen sind für die relevant? Und schreiben Sie genau diese Informationen in die Logdatei und schreiben Sie nur die Informationen in die Logdatei. Also fangen Sie nicht an rumzuschwafeln und irgendwelche Blablub-Informationen, sowas wie Methode betreten, Methode verlassen, reinzuschreiben. Da haben Sie Logdatenmüll. Das brauchen Sie nicht. So, das war ein relativ längliches Video zum Thema Logging. Ich hoffe, damit sind alle Fragen geklärt. Das heißt, also bauen Sie in Zukunft nie wieder System.out.println ein, nur an wenigen seltenen Stellen, wo das notwendig ist, und arbeiten Sie immer mit Loggern. Wenn Sie dann Lust haben, sich weiter zu informieren, schauen Sie mal nach anderen Log-Frameworks in Java. Wie gesagt, es kommt, glaube ich, nicht aufs Framework an, sondern eher, wie Sie das Framework, was Sie haben, geschickt verwenden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht es dann mit der Konfiguration unseres Programms über Startparameter, also dass man hier dieses ARX mal gescheit auswertet, beziehungsweise Umgebungsvariablen und System Properties. Das heißt, das schauen wir uns dann in den nächsten 2, 3 Videos nochmal genauer an. Vielen Dank, dass Sie da waren.